das ist der schnellste Money-Glitch zur Zeit. Moin Leute, euer Mom hat wieder am Bambus und heute zeige ich euch den besten und schnellsten Money-Glitch zur Zeit in GTA Online. Aber vorhin mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich für fast die krassesten Glitches in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einfach die Basis inklusive Avenger, weil ihr in der Basis die Tuning-Möglichkeiten braucht. Außerdem braucht ihr in der Basis das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt einen Easy aus der Arena-Werkstatt in der Zukunftsschock-Variante. Der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Und das ist Fakt, Leute. Und außerdem, euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, muss ein persönliches Kennzeichen haben, denn sonst macht ihr dreckige Kopien. Also drauf achten, Leute. Außerdem braucht ihr in der Basis auch Fahrzeuge, die für diesen Glitch verloren gehen können. Also zum Beispiel den kostenlosen Elegy hier. Und zu guter Letzt, klar, braucht ein Freund, der euch bei diesem Glitch kurz unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Ihr beide trefft euch jetzt bei eurer Basis. So, seid ihr bei eurer Basis angekommen, geht jetzt, bzw. fahrt jetzt in eure Basis rein. Seid ihr in eurer Basis angekommen, müsst ihr das Fahrzeug rausfahren, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Wie gesagt, mein Tipp, den kostenlosen Elegy nutzen. So, seid jetzt mit dem Elegy draußen angekommen, denn jetzt gebt ihr natürlich euren Elegy zu eurem Freund. Aber Leute, die Fahrerseite muss irgendwo eingeklemmt sein. In meinem Fall klemme ich das Fahrzeug jetzt hier einfach an der Brücke ein. Ihr könnt es aber auch irgendwie an der Mauer oder an einem Stein oder was auch immer in eurer Nähe von eurer Basis habt, einklemmen. Denn euer Charakter, wenn ihr wieder aussteigt aus dem Elegy, muss die Beifahrerseite wählen zum Aussteigen. Und euer Freund, wenn er später aus eurem Fahrzeug rausgeschmissen wird während des Glitches, dann braucht er nämlich eine Sekunde länger, weil er nicht die Fahrerseite aussteigen kann, sondern über die Beifahrerseite. Dadurch hat er beim Timing eine Sekunde mehr Zeit. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Wenn jetzt euer Freund im Fahrzeug sitzt, geht ihr jetzt wieder zu Fuß in eure Basis rein. Seid ihr in eurer Basis angekommen, geht es zum Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt. Aber Leute, an die Beifahrerseite, ganz wichtig. Denn jetzt kommt ein Timing-Part, der tatsächlich nicht so einfach ist. Denn ihr steigt jetzt ins Fahrzeug ein. Während jetzt euer Charakter einsteigt, müsst ihr jetzt die rechte Pfeiltaste spammen, um ins Tuning-Menü zu kommen. Aber ins Tuning-Menü von der Basis und nicht in die Avenger, ganz wichtig, deswegen die rechte Pfeiltaste. Sobald jetzt das Tuning-Menü offen ist, müsst ihr sofort irgendwas ändern. In meinem Fall ändere ich jetzt hier einfach die Bremsen, kurz die Bremse weggetunt, wieder draufgetunt und sofort das Tuning-Menü wieder verlassen, indem ihr Kreis drückt und auf Fahrzeug verlassen geht. Und wenn alles funktioniert hat und ihr schnell genug seid, Leute, müsst ihr jetzt auf dem Platz, wo vorher der Elegy stand, euer Duplikat stehen. Und boom, Leute, euer Fahrzeug ist dupliziert. Und das innerhalb von 2 Minuten. Es ist unglaublich krass. Aber Leute, die wichtigste Frage ist jetzt, wie viel Geld habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht mit diesem Glitch? Gut, in meinem Fall bringt jetzt ein Fahrzeug von mir ca. 1,5 Billionen GTA-Dollars. Und mal davon abgesehen, dass ihr praktisch nur 2 Minuten braucht pro Duplikat, was unglaublich krass ist, Leute, würde ich euch wirklich empfehlen, diesen Glitch auszuüben. Aber gut, das waren jetzt eigentlich alle Informationen rund um diesen Glitch. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt oder irgendwelche Probleme habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe euch gerne weiter. Wenn euch dieses kleine Glitch-Video gefallen hat, würde ich euch übelst für einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.